Tja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf hiermit nach der Sitzungsunterbrechung uns alle begrüßen und uns alle auffordern, dass wir uns jetzt zum Tagesordnungspunkt 76 bewegen, konzentrieren. Das ist der Antrag der Fraktionen der CDU, Bündnis 90 Die Grünen mit der Drucksache Nummer 3008 aus dieser Legislaturperiode. Ich habe eben gerade gelernt, dass wir das Wichtigste an diesem Plenum, weil es der Setzpunkt der Fraktion der CDU ist. Lieber Kollege Heinz, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir leben in Zeiten großer Veränderungen. Das gilt nicht nur für die aktuelle Corona-Krise, sondern es gilt auch für die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren. Vor 5000 Jahren wurden die ersten Schriften erfunden, vor gut 500 Jahren der Buchdruck und vor 30 Jahren das Internet. Und die Folgen erleben wir in der tagtäglichen politischen Arbeit, im Guten wie im Schlechten, aber auch als gesamte Gesellschaft. Es reicht heute aus, wenn man einen privaten PC, den man für kleines Geld erwerben kann, zu Hause hat, um eine riesige Zielgruppe von Menschen zu erreichen. Früher brauchte man dort ein Vielfaches an Mitteln und an Einsatz für, um überhaupt nur eine kleine Gruppe zu erreichen. Heute reicht ein Klick, und es kann Tausende oder auch Millionen erreichen, die Nachricht, die man in die Welt aussenden will. Das Internet kann damit inzwischen zur Meinungsvielfalt beitragen. Das sehen wir im Guten in autoritären Ländern wie China, Indien und anderen, wo es einer Staatsführung trotz allen Bemühungen nicht mehr gelingt, Meinungen komplett unter dem Deckel zu halten und dort sich immer wieder, auch bedingt durch Online-Kommunikation, andere Meinungen auch durchsetzen können. Das ist sehr, sehr positiv. Aber es gibt auch die Schattenseiten dieser Entwicklung, die wir auch massenhaft erleben. Im Netz erleben wir ein früher nie vorstellbares Maß an Hass, Hetze, Unwahrheiten, Desinformationen. Und die Folgen haben uns gerade in Hessen im vergangenen Jahr und auch aktuell sehr, sehr stark beschäftigt. Gegen Dr. Walter Lübcke wurde im Netz zuerst gehetzt, er wurde bedroht, er wurde verunglimpft und schließlich wurde er ermordet und nach allem, was wir wissen, aus niedrigsten rechtsextremistischen Motiven heraus. Walter Lübcke war einer von uns, er war Mitglied dieses Parlaments über viele Jahre hinweg, er war Christdemokrat, was ich hier auch erwähnen möchte, er war wirklich einer von uns, auch im Sinne meiner Fraktion einer von uns, viele waren ihm freundschaftlich verbunden. Und was schockierend ist, bei allem, was wir darüber wissen, sind die Hasskommentare, die vor seiner Ermordung zu lesen waren, und fast noch schockierender, dass nach seiner Ermordung das sich unvermittelt fortgesetzt hat. Das zeigt, dass viele Menschen im digitalen Raum keinerlei Hemmschwellen mehr haben. Und in Hanau hat bei aller Vorsicht, was man walten lassen muss bei laufenden Ermittlungen, hat ein Rechtsextremist sich im Netz so selbst radikalisiert, dass er am Ende dann zu einer Waffe gegriffen hat und 10 Menschen aus dem Leben mitten unter uns ausgelöscht hat. Und ganz aktuell erleben wir es ein anderes Beispiel. Es hat auch, da dort kein Mord begangen wurde, hat auch nicht die gleiche Kategorie oder Wertigkeit, aber die Effekte sind durchaus ähnlich. Wenn wir heute erleben, dass Gruppen All Cops are Bastard rufen, dass Polizisten auf der Müllhalde entsorgt werden sollen, sich das massenhaft verbreitet, dann braucht man sich nicht zu wundern, was wir an Bildern aus Stuttgart aus dem vergangenen Wochenende gesehen haben. Das ist die Einladung zu Gewalt, die sich digital insbesondere verbreitet. Und um es ganz klar herauszustellen, es geht uns hier auch nicht um die Beschränkung von Meinungsfreiheit. Man darf in Deutschland, man darf links sein, man kann rechts sein, man kann abstruse Ansichten haben, man kann komische Ansichten haben. Alles das ist durch unsere Verfassung geschützt. Unser Grundgesetz, das schützt ausdrücklich auch die andere Meinung, insbesondere andere Meinungen als die der Regierenden. Es gibt aber Schranken dieser Meinungsfreiheit. Das sind Beleidigungen, üble Nachrede, Volksverhetzung. Das ist keine Meinung, sondern das sind Straftaten. Und hier, meine Damen und Herren, wollen wir und haben wir bereits und werden wir auch künftig rechtspolitisch weiter ansetzen. Wir wollen das Recht in diesem Bereich weiterentwickeln, an die neuen Herausforderungen anpassen. Wir unterstützen daher ausdrücklich die Überlegungen, Beleidigungen, die bislang grundsätzlich nur auf Antrag verfolgt wurden, bei Taten im Netz zu Offizialdelikten werden zu lassen. Denn hier können die Behörden erst zu spät, sehr spät oder zu spät eingreifen. Und eine Beleidigung, die tausendfach oder millionenfach geteilt werden kann, hat aus unserer Sicht eine durchaus andere Unrechtsgehalt als das, was im abgegrenzten analogen Raum passiert, wie einem Stammtisch als Beispiel.
Und, meine Damen und Herren, wir können deshalb durchaus auch stolz darauf sein, dass das Hessische Justizministerium, die Ministerin der Justiz, Eva Kühne-Hörmann, auch bundesweit inzwischen eine Vorreiterstellung eingenommen hat bei der Rechtsfortentwicklung auf Ebene der Justizministerkonferenz und dort immer wieder auch mit Initiativen, gerade im Digitalbereich, positiv hervortritt. Und zur Durchsetzung des Rechts braucht es dann am Ende auch die nötige Ausstattung. Daher ist es so wichtig und so richtig, dass in Hessen die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität etabliert wurde, ausgebaut wurde und fortentwickelt wurde und bundesweit eine führende Rolle dort inzwischen einnimmt in diesem Bereich. Und diese ZIT, die wollen wir und werden wir weiterentwickeln und fortentwickeln. Und für uns ist es ein ganz zentraler Baustein auch im Kampf gegen Hate Speech und gegen Hetze im Netz. Die Justiz tut gerade in diesen Tagen aber auch deutlich mehr als Repression. Wir haben schon seit vielen Jahren etabliert das Netzwerk Deradikalisierung im Strafvollzug, kurz NEDIS. Das ist bundesweit einmalig, und im Strafvollzug ist es bereits in vielen Fällen gelungen, in einem frühen Stadium Personen, die sich beginnen zu radikalisieren oder wo eine Radikalisierung droht. Das falsche Umfeld in der Haft ist ja leichter gefunden als vielleicht im Leben draußen. Dort einzugreifen im Vollzug, zu erkennen, dass dort sich was anbahnt und dann auch Gruppen zu trennen und auch präventiv entsprechend einzuwirken. Und ist natürlich, Prävention ist nie messbar, aber ich bin fest davon überzeugt, dass die eine oder andere Untat dadurch schon verhindert werden konnte. Und, meine Damen und Herren, nach den Regeln des Rechtsstaats kann auch nur handeln, wer den Rechtsstaat auch kennt. Deshalb ist es auch bundesweit einmalig und ein großer Erfolg unserer hessischen Justizpolitik, dass wir als erste Rechtsstaatsklassen etabliert haben und Menschen, die erst neu nach Deutschland gekommen sind, an diesen Rechts- und Verfassungsstaat hier behutsam, aber auch sehr konsequent heranführen. Und ein weiterer großer Erfolg sind die Häuser des Jugendrechts. Gerade bei jungen Straftätern ist eine zeitnahe Reaktion des Staates unabdingbar. Und das gelingt seit vielen, vielen Jahren gut. Und deshalb haben wir uns dazu auch entschlossen, diese Standorte im Land weiter auszubauen und zu stärken. Und wir sehen die Früchte auch unserer Arbeit in der polizeilichen Kriminalstatistik. Die Jugendkriminalität geht seit vielen Jahren zurück. Erfolge sind auch messbar. Und, meine Damen und Herren, trotz aller Bemühungen ist es nicht immer möglich, Straftaten zu vermeiden. Wer aber Opfer einer Straftat wird, der hat den Anspruch auf bestmöglichen Schutz und Betreuung durch den Staat. Deshalb ist ein weiterer wichtiger Baustein der neue Opferschutzbeauftragte, unser ehemaliger Generalstaatsanwalt Professor Fünfzehn, der eine menschlich und auch fachlich hervorragend geeignete Persönlichkeit ist, ihn zu gewinnen, in dieser neuen Rolle als Opferbeauftragter des Landes Hessen nun tätig zu sein. Und jetzt komme ich doch zu Corona, worum es schon sehr, sehr viel ging. Ich möchte auch eines hervorheben. Die Justiz ist ja oft als Bereich nicht so laut wie andere Teile, wenn es auch um die Durchsetzung eigener Interessen geht. Aber wenn wir eines festhalten können, in den letzten Wochen und Monaten, seit Mitte März, war in diesem Land vieles eingeschränkt, auch im öffentlichen Bereich, im privaten sowieso. Zwangsweise wurden Betriebe gehindert, tätig zu sein. Es wurden Restaurants zeitweise geschlossen, andere öffentliche Einrichtungen. Wo man relativ wenig darüber gehört hat, ist die Justiz. Und das hat einen einfachen Grund. Die Justiz hat durchgängig funktioniert in diesem Land. Das gilt es hier auch festzuhalten. Wir haben dieses Pult ist ja auf Holz, deswegen lohnt es sich vielleicht drauf zu klopfen. Wir haben bis Stand heute garantieren, für die Zukunft kann das niemand. Wir haben in dem Strafvollzug, der unter schwierigen Bedingungen arbeitet, mit fast 5.000 Infizierten, haben wir bis heute keine Ausbrüche gehabt. Das ist gelungen in einem hochsensiblen Bereich. Wir müssen hoffen, dass es auch so bleibt, aber die Anlage und die Bemühungen und aller Beteiligten sind da dazu. Wir haben eine funktionsfähige Justiz. Die Richter waren durchweg tätig. Die terminieren auch schon seit einiger Zeit wieder, wie wir das bisher kannten. Wir haben jetzt auch große und spektakuläre Strafprozesse in Hessen, die zwar anders, aber in rechtsstaatlich bewährter Weise im Moment stattfinden, sodass für uns die funktionierende Justiz und auch der funktionierende Vollzug ein ganz wichtiger Baustein ist für das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in ihren Rechtsstaat. Und wir wollen für die Zukunft auch, dass diese Justiz handlungsfähig bleibt. Vieles ist schon im ordentlichen Haushalt und dann auch im ersten Nachtragshaushalt, der schon längst beschlossen ist, hinterlegt worden. Wir haben die Arbeitsfähigkeit erhöht dort durch bessere Ausstattung, durch
Tablets und durch Laptops, die die Bediensteten mit nach Hause nehmen können. Wir haben sogar die Referendare für die Gerichtsstationen ausgestattet, als eines der ersten Länder in Deutschland, dass die durchgehend arbeitsfähig und ausbildungsfähig bleiben. Und unser Ziel ist, dass wir die Justiz weiterhin zu dem fortentwickeln, was es jetzt schon ist, eine der innovativsten, modernsten Bereiche unseres Staatswesens, weil wir ganz genau wissen, dass die Justiz der Eckpfeiler ist für das Vertrauen von Bürgerinnen und Bürgern in den Staat. Daran werden wir weiter arbeiten. Ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. In vielen Bereichen bundesweit sind wir Spitze. Dank einer engagierten Regierung, dank einer engagierten Ministerin und den beiden Fraktionen, die diese Regierung tragen. Daran wollen wir weiter arbeiten, damit das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in diesen Staat erhalten bleibt und ausgebaut wird. Vielen Dank, Herr Kollege Heinz. Als nächster Herr Kollege Kummer für die Fraktion der Sozialdemokraten. Herr Kummer, Sie haben das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Vorredner, Sie werden verstehen, wenn ich das etwas anders sehe als Sie. Kolleginnen und Kollegen, dieser Setzpunkt von Schwarz-Grün, denke ich, ist heute wieder einmal ein besonderes Highlight im negativen Sinne im Verlauf unserer Plenarwoche. Und ich will auch sagen, warum. Als ich ihn das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir, das kennst du doch. Seit 6 Jahren immer das Gleiche. Kein Lob der Landesregierung durch Dritte, also Folge, dann loben Sie sich eben selbst. Wie ist das mit dem Eigenlob? Was sagt dazu der Volksmund, Herr Bellino? Die Antwort überlasse ich Ihnen selbst. Dieser Antrag, Kolleginnen und Kollegen, umfasst 9 Punkte und 1,5 Seiten Text. Und in jedem einzelnen Punkt enthält er Eigenlob der Landesregierung. Ich habe mich nach dem Lesen gefragt, wofür eigentlich ein Antrag oder ein Setzpunkt stehen im Parlament. Na, da findet man etwas im Landtags-ABC. Dort heißt es, durch Anträge, durch Sie, soll die Landesregierung zu einem bestimmten Handeln aufgefordert werden. Und jetzt zurück zu Ihrem Antrag. Tatsächlich, in einem halben Punkt der neun Punkte, nämlich in Punkt 4, erfüllt Ihr Antrag die Voraussetzung, überhaupt Antrag sein zu können. Dort tatsächlich wird die Landesregierung aufgefordert, sich für die Einführung des Marktortprinzips einzusetzen. Da dachte ich, na sowas. Hat sie das etwas noch nicht getan, obwohl doch alles das Beste ist in der bundesweit, was hier in Hessen läuft? Hat sie das noch nicht getan? Welch ein Fauxpas ist denn da passiert, dass man sich dafür noch längst nicht eingesetzt hat? Mit den restlichen 8,5 Punkten Ihres Setzpunkts zwingen Sie demnach das gesamte Parlament, dem Lob der schwarz-grünen Landesregierung derart umfangreich Zeit zu widmen wie am heutigen Nachmittag. Hat denn das von der CDU geführte Justizministerium keine anderen Marketingmöglichkeiten, möchte ich Sie fragen? Pressemitteilungen, Homepage, Facebook, Twitter. Gibt es für die CDU und grüne Fraktion zurzeit, Kolleginnen und Kollegen, und das ist jetzt ernster, noch ernster, keine wichtigeren Themen, als die Landesregierung zu loben? Wenn es doch in unserem Lande Hessen zurzeit um den Erhalt von Tausenden von Arbeitsplätzen geht, das wäre doch etwas für einen Antrag, für einen Setzpunkt. Arbeitsplätze in Hessen, etwa an den Automobilstandorten in Baunatal oder Rüsselsheim, bei der Fraport, bei der Lufthansa und. Das wäre etwas gewesen für einen Antrag. Nun lassen Sie mich auf ein paar der 9 Punkte direkt eingehen. Zu Punkt 1. Schauen Sie sich bitte einmal die Formulierung Ihres Punktes 1 an. Allein die Formulierung des ersten Satzes lässt mich schon stutzen. Das heißt es, ich zitiere, für das Sicherheitsempfinden soll das Vertrauen in den Rechtsstaat von besonderer Bedeutung sein. Diesen Satz habe ich mir einmal auf der Zunge zergehen lassen, bin zu dem Ergebnis gekommen, muss es nicht gerade umgekehrt sein? Muss nicht für das Vertrauen in den Rechtsstaat das Sicherheitsempfinden gestärkt werden? Das ist bezeichnend. Bezeichnend dafür, wie wenig offensichtlich der Schreiber oder die Schreiberin dieses Antrags sich über die Sinnhaftigkeit der Formulierung Gedanken gemacht hat. Aber das eigentlich Entscheidende steht bei der Ziffer 1 im letzten Satz. Dort heißt es, Hessen hat die personelle Ausstattung der Justiz deutlich verbessert. Und das, meine Damen und Herren, ist absolut falsch. Das Gegenteil ist der Fall. CDU-geführte Landesregierungen haben von 2010 bis 2016 650 Stellen abgebaut in der Justiz und bis zum heutigen Tag lediglich 520 Stellen wieder aufgebaut.
Sie gehen also zwei Schritte zurück und einen Schritt nach vorne, und für Letzteren loben Sie sich dann noch selbst. Gleichzeitig ist die Situation der Justiz im Jahr 2010 nicht mehr mit der heutigen vergleichbar. Gestiegene Anforderungen, neue Rechtsvorschriften, neue Arten von Kriminalität, darauf haben Sie eben auch hingewiesen, Herr Kollege, hohe Klagewellen, immer mehr psychisch kranke Straftäter. Die Justiz muss heute mit einer deutlich kleineren Mannschaft deutlich mehr stemmen. Das führt in vielen Bereichen zu, und das ist die Situation, die tatsächlich in der hessischen Justiz, unzumutbar hohe Arbeitsbelastung, zu Rückständen, zu langen Verfahrensdauern, zu Demotivation bei Beschäftigten, zu hohem Krankenstand, selbst zu Kündigungen. Mäßige Bezahlung, schlechte Aufstiegschancen führen zu vielen unbesetzten Stellen allein im vierten Quartal 2019. Allein im vierten Quartal 2019 waren 130 Richterstellen in den ordentlichen Gerichten unbesetzt. Hier davon zu reden, dass sich die personelle Ausstattung der Justiz deutlich verbessert habe, ist, wie ich glaube, das können Sie nachvollziehen, eine Farce. Neudeutsch wird man heute Fake News dazu sagen. Wir sehen, und das ist das Gravierende, wir sehen das Oberziel, das Sie sich, nämlich Schwarz-Grün, selbst in den Haushalt geschrieben haben, das Oberziel, die Verwirklichung des Rechtsstaats und die Schaffung von Rechtssicherheit sowie das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Rechtsstaat, wir sehen dies als bedroht an. Und das ist etwas, was wir schleunigst ändern müssen. Und das geht nur mit einer ausreichenden und mit einer guten Personalausstattung und nicht mit Lobhudelei in Setzpunkten, so wie am heutigen Tag. Vor lauter Leuchttürmen, die Schwarz-Grün in diesem Land errichtet, vergessen Sie die eigentliche Arbeit, die in der Justiz zu leisten ist. Zu Ihrem Punkt 2. Zugegebenermaßen sicher, Hashtag Hessen gegen Hetze ist ein gut gemeintes Programm gegen Rechtsextremismus. Nur kommt es nicht offensichtlich zu spät? Greift es nicht vielleicht sogar zu kurz? Oder wie erklären Sie sich, insbesondere an die Frau Justizministerin gewandt, dass in Hessen im Jahr 2019 die Zahl der rechtsextremistisch motivierten Straftaten im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 50% angestiegen ist? Hessen ist dabei übrigens trauriger Spitzenreiter. In keinem anderen Bundesland ist die Zahl der Taten so dramatisch gestiegen. Warum erwähnen Sie das nicht in Ihrem Setzpunkt? Kolleginnen und Kollegen, meine feste Überzeugung, wir müssen endlich viel mehr tun für Prävention, für Aufklärung, für Bildung, auch für historische Bildung. Und wir müssen endlich daran gehen, die Spaltung unserer Gesellschaft als der wahren Ursache des Übels zu überwinden. Perspektivlosigkeit ist für viele in unserer Gesellschaft der Anfang des Wegs in Kriminalität und auch in Extremismus. Wir müssen, um diese Spaltung zu überwinden, endlich zu einer gerechteren Vermögens- und Einkommensverteilung kommen. Warum erwähnt er das bei diesem Punkt? Fragen Sie sich jetzt. Kann ich Ihnen sagen. Die Mütter und Väter der Hessischen Verfassung und des Grundgesetzes haben dies gewusst. Und sie haben es deshalb in die Verfassungen geschrieben, sowohl in Hessen als auch in das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Sie wussten um die Gefahr für Demokratie und Rechtsstaat, wenn eine Gesellschaft derart gespalten wird zwischen denen, die viel haben, und denen, die nichts haben. Und deswegen haben sie es in die Verfassung geschrieben. Und daran muss gearbeitet werden, um damit wirklich zu einem starken und verlässlichen Rechtsstaat und zu einer starken und verlässlichen Demokratie in unserem Land zu kommen. Lassen Sie mich, und das ist auch gerechtfertigt, an dieser Stelle auch kurz auch meine Freude zum Ausdruck bringen über die in Berlin beschlossene Verschärfung des Strafrechts im Bereich von Hass und Hetze und Gewalt. Das ist in der letzten Woche ja der Fall gewesen. Der Bundestag hat dies beschlossen. Warum sage ich dies? Weil ich glaube, im Gegensatz zu Schwarz-Grün hier in diesem Hause, dass Bund und Länder in diesen Fragen an einem Strang ziehen müssen. Wir müssen an einem Strang ziehen. Und deshalb lassen Sie es bitte sein, sich ständig über andere Bundesländer oder den Bund stellen zu wollen, weil in Hessen angeblich alles besser, schneller, größer ist oder weil man angeblich mal wieder an der Spitze ist und der Erste. Kolleginnen und Kollegen,
Zu Punkt 7, Häuser des Jugendrechts. Ja, das ist eine prima Sache. Die Häuser des Jugendrechts sind eine prima Sache. Und ich freue mich ganz besonders über die Erkenntnis bei Schwarz-Grün, weil zurückgehen Sie schließlich auf eine Initiative der SPD. Und das führt mich natürlich zu dem Satz an Sie gerichtet, Sie sollten öfter gleich auf die Opposition hören, dann müssten Sie nicht so lange warten, bis Sie sich deren Vorschläge dann irgendwann doch zu eigen machen. Letzter Punkt, die Zeit läuft dahin, Thema Opferschutzverbände. Thema Opferschutzverbände, ja, auch Dank von meiner Seite an die Opferschutzverbände. Aber Kolleginnen und Kollegen, mit dem Dank ist es eben nicht getan. Das braucht mehr. Das braucht Wertschätzung, das braucht tatsächliche Unterstützung. Und wenn ich dann vorgestern die Hessenschau verfolgt habe und der Hessenschau entnehmen konnte, wie sich die Opferberatung Response bitterlich beschwert hat, in der Hessenschau, über die Nichtunterstützung durch die Hessische Landesregierung, darüber, dass Fördermittel des Bundes zurückgehalten werden und dass offensichtlich eine Zensur in der öffentlichen Berichterstattung dieser Opferberatung doch tatsächlich stattfindet, muss ich feststellen, im Gegensatz zu Ihrem Lobhudelantrag ist nicht alles eitel Sonnenschein in unserem Land. Letzter Satz. Und da bemühe ich gern noch einmal den Volksmund, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wer sich selbst lobt, dem glaubt man nicht. Er setzt sich nur ins Rampenlicht. Herr Bellino, gestatten Sie mir, dass ich den leicht abgewandelt habe. Aber Sie haben es gemerkt. Aber er gilt trotzdem. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege. Wir waren sehr liberal eben. Als Nächster hat das Wort Herr Herrmann. Für die Fraktion der AfD. Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ob Arbeitsloser oder Arbeitgeber, ob Kind oder Greis, ob arm oder reich, ein starker und verlässlicher Rechtsstaat ist die notwendige Grundlage für ein funktionierendes Staatswesen und für jeden Bürger wichtig. Denn es ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass die Menschen den Entscheidungen und Handlungen der Staatsorgane vertrauen. Es bietet damit die Grundlage für das friedliche Zusammenleben nach Recht und Gesetz. Ein starker und verlässlicher Rechtsstaat ist somit die Basis für ein von allen Bürgern getragenes Staatswesen und damit auch für eine wehrhafte Demokratie. An dieser Stelle stellt sich jedoch in Anbetracht des Inhalts des Antrags von CDU und Grünen die berechtigte Frage, ob die Überschrift den gutgläubigen und auf Ehrlichkeit vertrauenden Bürger nicht etwas suggeriert, was beim genauen Lesen wenig Bestand hat. Denn das Einzige, was wirklich stark und verlässlich in diesem Antrag ist, ist die einseitige Bekämpfung des Rechtsextremismus. Entsprechend einseitig thematisiert werden hier die angebliche Verrohung der Sprache, Hass und Hetze, Beleidigungen, üble Nachrede und natürlich nicht zu vergessen die Volksverhetzung. Was in diesem Zusammenhang natürlich auch nicht fehlen darf und deswegen ausführlich genannt wird, ist eine Vielzahl von Aktionsprogrammen gegen Rechtsextremismus, damit eine effiziente Strafverfolgung in Gang gesetzt werden kann, wie es in dem Antrag heißt. Da überrascht es nicht, dass in dem zwar mit schwarzer Tinte geschriebenen, aber inhaltlich grünen Antrag kein einziges Mal das Wort Linksextremismus auftaucht. Geschweige denn, dass dieses Thema auch nur ansatzweise Erwähnung fände. Und auch die zunehmende Gefährdung durch den Islamismus wird mit keinem Wort erwähnt. Lediglich in einem schon fast jämmerlich zu nennenden Anteil widmet sich der Antrag von CDU und Grünen dem zunehmenden Antisemitismus. Natürlich ohne die Gründe für diese bedrohliche Entwicklung zu benennen. Da Ihnen der Mut dazu fehlt, werde ich Ihnen einen der Hauptgründe nennen. Der lautet Islamismus in Deutschland. Besonders ausgeprägt ist die islamistische Ablehnung des Judentums. In Hessen gibt es mehr Islamisten als linke und rechte Extremisten zusammen. 4.170 Islamisten stehen 4.045 Extremisten von links und rechts gegenüber, wie der Verfassungsschutzbericht aus Hessen beweist.
Da ist man dann doch etwas erstaunt, dass die Hessische Regierungskoalition die wachsende Gefahr des Antisemitismus in ihrem Antrag lediglich mit der Forderung nach einem Antisemitismusbeauftragten bekämpfen möchte. Da ist man fast überrascht, dass Sie dann noch Zeit gefunden haben, ein paar Zeilen Ihres Antrags der Jugendkriminalität, dem Opferschutz und dem Handeln inkriminierter Güter zu widmen. Dass wir von der AfD zu ihrer irreführenden Überschrift, den einseitigen Ausführungen und der Ausblendung relevanter Fakten in Ihrem Antrag nicht schweigen, ist selbstverständlich. Denn der Bürger muss darüber aufgeklärt werden, wie linkslastig und demokratieschädlich Ihre Politik in Wirklichkeit ist. Ihr Antrag ist ein Beweis dafür, dass Sie eine im Kern linksorientierte und linksideologisch motivierte Politik durchsetzen wollen, die den Bürger immer mehr in seinen Freiheitsrechten beschränkt, wodurch letztendlich unser Grundgesetz und unsere Demokratie Schaden nimmt. Meine Damen und Herren von der Regierungskoalition, Sie sollten wirklich den Begriff Rechtsstaat in der Überschrift Ihres Antrags durch den Begriff Linksstaat ersetzen. Das wäre ehrlicher. Denn es spiegelt Ihre wahre Geisteshaltung wider und würde nachvollziehbar viele Ihrer bürgerfernen, man möchte ja fast sagen, bürgerschädlichen Entscheidungen erklären. Denn insbesondere mit der Meinungsfreiheit haben mittlerweile nicht nur die Linkspopulisten der SPD, die Linksradikalen der Grünen und die Verfassungsfeinde der Linken ein Problem. Auch Vertreter der CDU entfernen sich immer erkennbarer von freiheitlich-demokratischen Grundsätzen. Betrachten wir den ersten Punkt Ihres Antrags. Darin heißt es unter anderem, gerade im Netz kommt es immer wieder zu Straftaten wie Volksverhetzung, übler Nachrede, Beleidigung, die nicht geahndet werden. Neben der gesamtgesellschaftlichen Ächtung von Gewalt, Hass, Drohungen und Respektlosigkeiten bedarf es einer konsequenten strafrechtlichen Verfolgung dieser Delikte. Was CDU und Grüne hier fordern, ist bezüglich der üblen Nachrede und der Beleidigung der Entscheidung der Betroffenen zu überlassen. Da bedarf es keines parteipolitischen Gouvernantentums. Und dass Sie Gewalt und Drohungen strafrechtlich verfolgen möchten, ist auch heute schon kein Problem. Ein Blick in das Strafgesetzbuch genügt. Dass diese beiden Parteien jetzt aber sogar schriftlich bestätigen, dass sie sogar Empfindungen und Respektlosigkeiten sanktionieren wollen, zeigt ihre wahre, in Teilen schon totalitär anmutende Gesinnung. Meine Damen und Herren von CDU und Grünen, Hass ist ein Gefühl und keine Straftat. Man darf durchaus so viel hassen, wie man will, solange daraus keine strafbaren Handlungen entstehen. Würden Sie das ändern, würden Sie sich selbst keinen Gefallen tun. Bei Ihrem Hass auf die AfD würden Sie demnächst als gesellschaftlich Geächtete gelten und im schlimmsten Fall sogar alle strafrechtlich verfolgen, damit letztlich als verurteilte Kriminelle enden. Ich gebe zu, die Umsetzung Ihrer Forderung ist vor diesem Hintergrund durchaus verlockend, hat auf den ersten Blick durchaus Charme. Aber ich und meine Kollegen der AfD sind doch zu sehr Demokraten und dem Rechtsstaat verbunden, als dass wir eine solche Forderung unterstützen würden. Wir von der AfD halten da im Sinne von Voltaire die folgende Aussage für die politische Richtschnur, zu der sich alle Demokraten bekennen sollten. Mein Herr, ich teile Ihre Meinung nicht, aber ich würde mein Leben dafür einsetzen, dass Sie sie äußern dürfen. Diese Geisteshaltung mit einem starken und verlässlichen Rechtsstaat wirklich gerecht. Was Sie jedoch unter dieser Überschrift schreiben, grenzt an eine Verhöhnung dieser Begriffe und der grundgesetzlich garantierten Meinungsfreiheit. Meine Damen und Herren, auch die von Ihnen genannte Volksverhetzung, die Sie ebenfalls gern als Waffe gegen die Meinungsfreiheit nutzen, spiegelt deutlich Ihr bürgerfernes politisches Weltbild wider. Denn der § 130 StGB ist nichts anderes als ein Gesinnungsparagraf und damit eines Rechtsstaates unwürdig. Wenn wir uns den Volksverhetzungsparagraf anschauen, erfahren wir, dass mittels § 130 StGB Minderheiten in der Bevölkerung gleich welcher Zusammensetzung durch das Verbot von verhetzenden Äußerungen geschützt werden sollen. Ursprünglich kam der Straftatbestand des § 130 StGB vor allem dann zur Anwendung, wenn jemand den Holocaust leugnete oder verharmloste. Das hat sich mittlerweile geändert. Die Strafvorschriften finden immer häufiger in anderen Fällen Anwendung.
Da die Strafbarkeitsvoraussetzungen jedoch weitgehend unbestimmt sind, ist eine politisch beeinflusste und damit tendenziöse Rechtsanwendung aufgrund ideologischer Interpretationen Tür und Tor geöffnet. Oder kurz gesagt, der Missbrauch gegen politisch Andersdenkende ist leicht möglich, was in der Praxis bedeutet oder bedeuten kann, aufgrund einer unbequemen Meinung Gefahr zu laufen, strafrechtlich verfolgt zu werden. Selbst Fachleute bescheinigen dieser Strafvorschrift dies und weisen ergänzend darauf hin, dass dieser Paragraph zusätzliche Schnittmengen mit bereits anderen Strafvorschriften aufweist und somit in der bestehenden Form zumindest weitgehend entbehrlich ist. Auffällig ist auch, dass jeder, der die Abschaffung oder zumindest eine grundlegende Änderung dieses Paragraphen fordert, politisch in die rechtsextreme Ecke gestellt wird. Die Volksverhetzungskeule möchten sich die linken Parteien halt nicht aus der Hand nehmen lassen. Und sagen wir es klar und deutlich, dazu gehören in Teilen mittlerweile auch die CDU. Die AfD ist heute die einzige Partei, die konsequent für die Meinungsfreiheit eintritt und alle die Meinungsfreiheit bedrohenden oder einschränkenden Vorschriften und Gesetze ablehnt. Dazu gehört auch die Forderung, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in der bestehenden Form wieder abzuschaffen. Und auch der § 130 StGB darf keinem Tabu mehr unterliegen. Diese Strafvorschrift steht wie keine andere für ein Gesinnungsstrafrecht, das einer demokratischen Verfassung widerspricht, da es als politisches Kampfmittel gegen die Meinungsfreiheit instrumentalisiert werden kann. Auch hier fordert die AfD als einzige Partei, diese Strafvorschrift in der bestehenden Form aus dem StGB zu entfernen. Meine Damen und Herren, ich sage es klar und deutlich, wir von der AfD stehen für einen starken und verlässlichen Rechtsstaat, der gegen jede Form des Extremismus einschreitet, der unterschiedliche Meinungen akzeptiert und auch unangenehme Meinungen erträgt, der Straftaten ohne Ansehen der Person konsequent verfolgt, aber ein Gesinnungsstrafrecht ablehnt. Was Sie auf zwei Seiten und unter 9 Punkten zu Papier gebracht haben, wird dem Titel engagiert für einen starken und verlässlichen Rechtsstaat und dem Anspruch, der sich daraus ableiten lässt, nicht gerecht. Deshalb lehnt die AfD-Fraktion diesen Antrag ab. Zum Schluss meiner Ausführungen möchte ich nochmals Voltaire bemühen. Er soll gesagt haben, alle Menschen sind klug, die einen vorher, die anderen nachher. Wenn ich mir die Politik der Regierungskoalition und ihre Auswirkungen in unserem Land betrachte, habe ich den Eindruck, dass sie nicht einmal zu den Letztgenannten gehören. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Herrmann. Bevor ich Herrn Kollegen Wilken das Wort gebe, appelliere ich an uns alle, doch auch in Reden und auch in Zwischenrufen Voltaire zu beachten. Das ist eigentlich ganz einfach. Und dann kommen nicht so Aussagen raus wie Rechtsradikale, wie Sie oder Verfassungsfeinde der Linken. Das hätte Voltaire, glaube ich, nicht gewollt, dass das in einem Parlament gesagt wird. Und ich glaube, wir sollten uns einfach daran halten. Herr Wilken wird es jetzt bestimmt tun. Er hat das Wort. Herr Dr. Wilken, bitte um Entschuldigung. Danke, Herr Dr. Präsident. Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir eine Vorbemerkung. Beim Vorredner fehlte ja zum Schluss nur noch die Bemerkung, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Und ich will bei dieser ja fast schon Totenschändung von Voltaire noch einmal anmerken, es ging, glaube ich, um den Schutz der politisch Andersdenkenden. Nicht um den Schutz der Nichtdenkenden. Meine Damen und Herren, aus Worten werden Taten, aus Hass und Hetze werden rassistische Terrorangriffe. Soweit begrüßen wir alle Initiativen, gegen Hass und Hetze auch in digitalen Netzwerken vorzugehen. Da finden Sie uns an Ihrer Seite. Aber Ihr üblicher Jubelantrag ist, wie auch üblich, äußerst schwach. Wir haben in den letzten Tagen gesehen, wie staatliche Stellen scharf reagieren können, wenn ihnen auf einmal ein Zeitungsartikel nicht passt. Ich habe da eine andere Einschätzung zu, auch eine andere Einschätzung als Sie, Herr Heinz. Das ist ja alles in Ordnung.
Aber wir haben gelernt, wie scharf stark und staatliche Stellen vorgehen können, wenn auf einmal eine Meinungsäußerung ihnen nicht passt. Solch ambitionierte Reaktionen würde ich mir wünschen, wenn wir rassistische und faschistische Bedrohungen im Netz haben. Bei der Taz ist es völlig falsch kanalisiert. Und, Herr Heinz, ich hoffe, ich habe Sie jetzt eben missverstanden. Aber bei mir ist hängen geblieben, in der Faz werden Polizeibeamte verunglimpft, und dann passiert Stuttgart, das erklärt das. Das erklärt das überhaupt nicht. Aber überhaupt nicht. Sondern die Ursachen, auch wie Sie die Polizei in Stuttgart und das Innenministerium in Baden-Württemberg jetzt ermitteln, weist auf ganz andere Ursachen hin als auf die Lektüre eines Taz-Artikels. Was Zahlen, Daten, Fakten angeht, zu Ihrem Antrag, da hätte ich mir doch gewünscht, dass Sie uns heute einmal offenlegen, wie viele Anzeigen im digitalen Bereich von wie vielen Mitarbeitern bearbeitet werden, wie viele in der Strafverfolgung münden, wie viele zu einer Verurteilung führen. Diese Zahlen brauchen wir, um zu beurteilen, ob wir hier wirklich ein erfolgreiches oder zumindest erfolgsversprechendes Instrument haben oder eines, was zu Frust und Resignation führt. Das würde dem Rechtsstaat nicht helfen. Die Zahlen, Daten, Fakten fehlen uns aber. So finden sich wenige Erfolgsmeldungen in Ihrem Antrag. Sie beschreiben, dass die Berichterstattung über Hausdurchsuchungen zu einer Verunsicherung der Täter beiträgt. Es ist jetzt auch kein großer Wurf, aber selbst dafür fehlen die Belege. Und auch die Überlegung, ich muss Ihnen das sagen, was tut denn ein potenziell verunsicherter Täter, wenn er keine Hassposts mehr formuliert und verschickt? Sie bleiben uns die Erklärung schuldig, wie Sie den Übergang von Worten im Digitalen zu Aktionen im realen, analogen verstehen und wie Sie diesen Mechanismus durchbrechen wollen. Das wäre gut, 4 Monate nach Hanau mal eine lohnende Auseinandersetzung in diesem Haus. Überaus peinlich wird es, wenn Sie uns Hessen als die treibende Kraft der Justizministerkonferenz klassifizieren. Bei allem Respekt, die aus Hessen hervorgegangenen Law-and-Order-Initiativen sind nicht unbedingt als durchgängig hilfreich einzuschätzen. Bei allem Respekt. Ich zitiere dazu aus der heutigen Faz unseren obersten Richter, Herrn Posek. Er ist ein guter Mann, das teile ich. Und ich sage vorneweg, wenn die CDU dessen Rechtsauffassung, die er heute wieder in der Faz geschrieben hat, teilen würde, dann könnten wir uns diese ganze Stunde sparen. Es ist aber leider nicht Ihre Auffassung. Herr Posek heute. In der Regel bieten schon die geltenden Strafrahmen die Möglichkeit, zu einer angemessenen und falls nötig auch strengen Bestrafung zu gelangen. Und diese Möglichkeiten sollte man erst einmal ausschöpfen. Das Strafrecht ist auch kein Allheilmittel. Ebenso wichtig bleiben die gesamtgesellschaftlichen Anstrengungen, der Verrohung und der Radikalisierung von Menschen entgegenzuwirken. Soweit Posek und soweit steht DIE LINKE hundertprozentig hinter dieser Auffassung. Was haben Sie denn gemacht über die JuMeKo? Fangen wir mal an, noch einmal mit dem Sonderstrafrecht bei Angriffen auf Polizisten. Ich entsinne mich sehr gut, dass vor ein paar Jahren hier von diesem Pult insbesondere seitens der FDP und von uns genau dieses Sonderstrafrecht infrage gestellt worden ist. Weil das Sonderstrafrecht, um das in Erinnerung zu rufen, da geht es ja im Kern darum, die Mindeststrafe hochzusetzen bzw. zu verpflichten.
Wir haben damals ganz klar gesagt, also FDP und Linke im Schulterschluss, A, mehr darf die Polizisten auch nicht als eine Sondergruppe in der Gesellschaft behandeln. Und B, wenn wir eine Mindeststrafe einführen, dann ist das als Erstes eine Erklärung gegenüber den Richtern, die die Strafe nicht hochsetzen, dass sie nicht ordentlich funktionieren. Es ist also eine Richterschelte, die Sie damit vorgenommen haben. Ob das so sinnvoll ist? Fragezeichen. Zweite Initiative. Die Strafandrohung für Teilnehmende an Demonstrationen, aus denen heraus Straftaten begangen werden. Damit Sie mich nicht von vornherein missverstehen, ich missbillige diese Straftaten. Aber wir können doch als Demokratinnen und Demokraten nicht ernsthaft wollen, dass wir die Bevölkerung davon abhalten, an Demonstrationen teilzunehmen, weil sie unter Gefahr stehen, dass, wenn irgendwo an einem anderen Ende der Demo eine Straftat besteht, sie selber mit strafverfolgt werden. Das kann doch kein demokratischer Ansatz sein. Das ist genau das, was in dem G20-Prozess zur Elbchaussee gerade in Hamburg verhandelt wird. Meine Damen und Herren, ganz am Ende Ihres Antrags schreiben Sie dann auch noch, es ginge nicht zuletzt auch um die Opfer. Den Umgang mit Opferfamilien haben wir bei der Familie von Halit Yozgat ja erlebt. Und erleben wir jetzt auch nach dem Anschlag von Hanau. Und wenn der Einsatz für die Opferverbände in Ihrem Antrag schal klingt, dann hat das leider etwas damit zu tun, wenn man die aktuellen Probleme von Response sich zumindest anhört von den betroffenen Mitarbeitern bzw. in den Medien darüber liest. Vielleicht kann jemand von den GRÜNEN gleich noch einmal etwas dazu sagen, warum das angeblich in der Öffentlichkeit alles falsch dargestellt wird. Aber wir müssen wahrnehmen, dass da Hessen nicht der Vorreiter ist, was die Ausstattung der Opferverbände auch mit Geld anbelangt. Zum Schluss, meine Damen und Herren, der wesentliche Teil der Gewaltprävention fällt eh nicht in die Zuständigkeit von Recht und Justiz, auch nicht in den Bereich von Polizei und schon gar nicht in den Bereich von Verfassungsschutz, sondern der Hauptanteil von Gewaltprävention ist Armutsbekämpfung durch eine andere Wirtschafts- und Steuerpolitik und, meine Damen und Herren, Sozialarbeit, Sozialarbeit und Sozialarbeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.